Nein, es reicht nicht. Mist. Hallöchen und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge Clash of Clans. Ja, wir haben jetzt schon häufiger die Walkürentaktik gesehen und wie ich es bereits versprochen hatte und laut meinem Tutorial habe ich jetzt auch die Walkürentaktik ebenfalls so eingesetzt. Es startet hier jetzt gleich mit dem Queen Walk und ihr seht schon unten, ich habe 18 Walküren mit dabei, zwei Schweine, um die Klamburg-Truppen rauszulocken, zwei Wutzauber, zwei Jump, damit ich über die ganzen Mauern da in der Mitte rüberkomme und ein Frost, um den hinteren Inferno zu frosten. Ja, also, wie ist das Ganze geplant? Ich gehe mit der Queen von hier unten rein, damit ich an die Klamburg-Truppen rankomme, nehme die Mauerbrecher, um das da vorne aufzusprengen, das Abteil, damit wir dann da näher reinkommen. Und wenn das Ganze geschafft ist, dann lassen wir die Queen laufen, 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 bis sie weiter reinrennt. So, das war eine wichtige Part. Ich habe dann hier die Schweinereiter gesetzt, aber nachdem erst die Defter links zerstört wurde, einzig und allein deswegen, um die Klamburg-Truppen rauszulocken. Dann setze ich die zwei Giftzauber, damit die Ballons und der Drache stark geslowt werden und vor allem die Ballons möglichst auch sterben. Das ist der ganze Sinn dahinter, damit die meiner Queen nicht zu Schaden gehen. Und ihr seht schon, das funktioniert ganz wunderprächtig. Die Queen macht alles da vorne kalt. Jetzt, wo das Ganze geschafft ist, kann ich mit dem normalen Angriff starten. Golem zuerst, König dahinter, genau die richtige Reihenfolge eingehalten. Magier zum Clean der Außengebäude, damit die Wallis in die richtige Richtung rennen. Mauerbrecher zum Aufspringen des einen Abteils und ihr seht schon. Dün, dün, dün. Den Sprungzauber. Leider etwas gefailt. Da hatte ich ein bisschen zittrige Hände, habe es irgendwie nicht ganz hinbekommen. Ja, da habe ich mich in dem Moment auch geärgert, aber nichtsdestotrotz, Wallis reingesetzt, nach Schema A weitermachen. Die Queen ist unten weiterhin am Leben, die musste ich zünden, weil die fast das Leben verloren hätte aufgrund der Verteidigung, weil der X-Bogen, glaube ich, da auch drauf war oder irgendwas war da drauf. Und jetzt seht ihr schon hier, die Wallis gehen ab wie nichts, wie Schmitz' Katze. Der zweite Wutzauber passt, der zweite Sprungzauber passt ebenfalls. Das Ganze wird zerstört, ich froste derweil den hinteren Inferno, der König macht oben Clean House und genau so ist es im Grunde geplant gewesen. Ja, und damit sieht das nach einem wunderbaren 3-Sterne-Angriff aus. Genauso wie geplant mit der Walküren-Taktik. 18 Walküren, merkt euch die Zahl. Da habt ihr noch zwei Magier mit dabei. Wichtig ist am Anfang, die Klamburg-Truppen rauszulocken. Und ihr seht schon, das Ganze läuft wie Schmitz' Katze ab. Die Queen hier ist noch voll am Leben. Es gibt keine Death mehr, die die Heiler ausschalten kann. Das heißt, die Queen zerstört hier jetzt alles zusammen mit dem König da oben. Jetzt ist der König gestorben, aber ich habe hier noch einen Magier. 40 Sekunden auf der Uhr. Das Ganze ist natürlich jetzt arschknapp wegen den blöden 30 Sekunden, die jetzt fehlen. Die haben ja die Zeit wieder zurückgesetzt. So ein Ärger aber auch. Noch 15 Sekunden. Die Death ist zerstört. Und nein! Es reicht nicht! Mist! Auf den letzten Drücker 98%. So kann das Ganze natürlich auch aussehen. Ja, also das liegt dann leider wohl daran, dass mein König da oben nicht genug gecleant hat. Der ist leider noch nicht auf dem hohen Level und ich habe den Sprungzauber gefailt und ich hätte auch die Wallis noch etwas besser setzen können. Der Frostzauber hätte etwas eher noch kommen können. Also da ist noch ein bisschen Verbesserungspotenzial nach oben. Da gibt es noch einiges zu machen. Ich habe auch meine Clean-Truppen, meine beiden Lakaien zum Beispiel, nicht so wirklich wirksam eingesetzt. Und ja. Also, manchmal passiert das. So, aber das Dorf wurde hier trotzdem noch zu 3 Sternen gecleant. Und zwar von dem lieben Starface, der etwas höhere Helden hat. Der hat das Ganze dann einfach mal übernommen. Hat ebenfalls mit derselben Taktik, mit denselben Truppen wie ich angegriffen. Hat sich gesagt, ja, der Dancer, der hat das doch mal gar nicht so schlecht gemacht. Ich habe das Ganze ja auch genauso vorgestellt in meinem Video, in dem Tutorial für Valkyren, Three-Star-Taktik gegen Rathaus Xena. Da habe ich zwei Angriffe von einem drin, der genau so angreift mit dieser Taktik. Und ihr seht schon, der Sprungzauber diesmal perfekt auf dem ganzen Abteil. Alleine was das schon bringt, damit die Valkyren sich da nicht erst durchschlagen müssen, kein Damage nehmen. Perfekter Frostzauber. Die Valkyren brechen durch. Und die starken Helden da oben, der König hier zerstörte noch ein bisschen mehr Gebäude, als meiner das gemacht hat. Der hatte ja jetzt aber den riesen Vorteil, dass er noch die Walküren da am Leben hat.
und die machen natürlich unglaublichen Damage. Dementsprechend hat er jetzt nur noch 45 Sekunden auf der Uhr. Das Ganze ist immer noch relativ knapp. Er setzt aber seine Clean-Up-Truppen, also den Lakai da oben, wunderbar ein. Und die Wallis, die zermalmen da alles. Die zwei Wallis, die waren Gold wert zusammen mit der Queen. Dementsprechend reicht das Ganze von der Zeit. Und er bekommt hier die wohlverdienten 3 Sterne. Glückwunsch an dieser Stelle an den Starface dafür, dass er die Taktik so gut umgesetzt hat. Ja, ich habe euch die beiden Replays eben gezeigt. Aus dem Grund, weil ich euch nochmal beweisen wollte, dass diese Valkyren-Taktik wirklich funktioniert und auch gegen Maxed Out, selbst wenn man nicht ganz so starke Helden hat. Das heißt, man braucht keine 40er Helden, damit das Ganze funktioniert. Das reicht, wenn man 30er Helden hat. Oder so 20 bis 25 bis 30, irgendwo so. Wichtig ist wirklich, dass ihr den Queen Walk und das Klanburg-Truppen rauslocken nicht vergesst, dass ihr das immer macht, bevor ihr die Valkyren setzt. Ja, bis dahin wünsche ich euch dann viele erfolgreiche Clan Wars und viele erfolgreiche Angriffe. Sage Tschüss bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Clash of Clans beim Dancer. Ciao!